Plant die Ampelkoalition eine extra Rentenerhöhung nur für EM-Rentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner im Bestand umsetzen. Dies ist der alles entscheidende Satz, den die Ampelkoalitionäre in Seite 73 des Koalitionsvertrages vom 24.11.2021 geschrieben haben. Die Ampelregierung will eine Verbesserung der Erwerbsminderungsrente für Bestandsrentnerinnen und Rentner erreichen. Wahrscheinlich ist damit gemeint, dass diejenigen Bestandsrentnerinnen und Rentner, die vor dem 01.01.2019 eine Erwerbsminderungsrente erhalten haben oder seitdem beziehen, also vor dem 01.01.2019 beziehen, eine verbesserte, verlängerte Zurechnungszeit erhalten sollen. Denn seit dem 1. Januar 2019 gilt bei Beginn einer EM-Rente im Jahr 2019 eine um mindestens 3 Jahre und 5 Kalendermonate verlängerte Zurechnungszeit, als wenn die Rente die EM-Rente vor 2019 in Anspruch genommen wurde oder begonnen hat. Damit haben die EM-Rentner, deren Erwerbsminderungsrenten im Jahr 2019 begonnen haben, auch zum Teil deutlich höhere Renten als diejenigen Bestandsrentnerinnen und Rentner, die vor 2019 eine Rente wegen Erwerbsminderung beziehen. Eine Ungleichbehandlung, die Ampelkoalition beenden will. Diese Ungleichbehandlung hat auch schon der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren zur Erhöhung der Zurechnungszeit 2019 angemahnt. Aber da ist nichts passiert. Der Gesetzgeber hat gesagt, das ist uns alles zu teuer, können wir nicht finanzieren. In welcher Höhe sich die Verbesserung der Ampelkoalition auf die Erwerbsminderungsrenten der Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner vor 2019 auswirken können, können wir wirklich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob der Gesetzgeber hier eine Rentennachzahlung für längere zurückliegende Zeiträume genehmigt oder die extra Rentenerhöhung erst ab Beginn der gesetzlichen Änderung gelten lässt. Aber klar dürfte sein, dass die Ampelkoalition einer möglichen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zuvorkommen möchte. Denn vor dem Bundessozialgericht sind mehrere Revisionsverfahren anhängig. Wenn das Bundessozialgericht tatsächlich für die Kläger entscheiden sollte, also zu deren Gunsten, würde das für die Rentenkasse und auch für den Steuerzahler richtig teuer werden. Viele der 1,8 Millionen Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner hoffen aufgrund der guten Nachrichten aus dem Ampelvertrag auf eine Rentenerhöhung. Denn EM-Renten sind oft Armutsrenten. Das können Sie mir glauben, ich kriege jeden Tag solche Rentenbescheide in die Hand. Viele EM-Rentner werden keinen Zugang zur Grundrente haben. Deshalb wäre eine extra Rentenerhöhung für die Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner aufgrund des Ampelkoalitionsvertrages eine wirklich gute Sache. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.